Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, jetzt heute Morgen hier bei euch zu sein. Und das sage ich nicht einfach nur aus Höflichkeit, sondern ich komme gerne zu euch. Auch wenn die letzten Male, wo ich hier war, immer irgendwas war. Das eine Mal hatte ich den Arm in der Schlinge, weil ich kurz zuvor einen Fahrradsturz gemacht hatte, den Knochen gebrochen hatte. Oder dann war ich mal da und dann hatte ich kurz zuvor eine Fuß-OP oder C-OP gehabt und stand hier mit Schlappen. Heute ist mal ausnahmsweise nichts. Oder ich hoffe, dass eigentlich die anderen Male die Ausnahme waren und so ich heute hier stehe, eigentlich eher das Normale sein sollte. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht und ich steige einfach gleich ein in diesen Bibeltext und lese ihn uns vor. Und zwar steht dieser Text im Lukas-Evangelium Kapitel 24 ab Vers 13. Und ihr könnt hier vorne auch gerne mitlesen. Da heißt es, und zwei von ihnen, aus dem erweiterten Jüngerkreis in Klammern, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und seinem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, die sagen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von ihnen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Ein bekannter Text. Es ist das allererste Ostern vor knapp 2000 Jahren. Nicht der Ostermorgen, sondern irgendwann um die Mittagszeit, nachmittags am frühen Abend. Und der Evangelist Lukas schildert uns dieses Ereignis. Da sind zwei unterwegs von Jerusalem Richtung Westen, die Straßen hinunter in ihr Heimatdorf. Übrigens, Matthäus und Johannes erwähnen diese Episode gar nicht. Und bei Markus sind es nur zwei Verse, mit denen er das gerade erwähnt. Aber hier unser Evangelist Lukas, er gibt diesem Bericht ganze 23 Verse. So ausführlich schildert er sonst kaum ein anderes Ereignis. Und eigentlich ist Lukas kein Geschichtchenerzähler, sondern er ist ein exzellenter Historiker, der gut recherchiert hat. Das heißt, dieser Bericht, das ist nicht irgendwo so ein Rand, eine Randerzählung, irgendwo im Nirgendwo mit irgendwem und nirgendwem, sondern
Gott wollte, dass wir davon erfahren. Gott will, dass wir die darin enthaltene Glaubenswahrheit entdecken und sie mit in unser Leben übertragen. Liebe Geschwister, es gibt ja einige interessante Fragen, die dieser Text uns stellt. Oder habt ihr euch nicht vielleicht auch schon gefragt, warum die zwei, die doch eigentlich Jesus so gut kennen mussten, ihn gar nicht erkannten, wie er da mit ihnen unterwegs war? Das ist doch seltsam, oder? Und manch einer hat schon überlegt, ob vielleicht der Auferstehungsleib von Jesus ganz anders gewesen ist und sie ihn deshalb nicht erkannten. Ich glaube aber, dass Jesus schon gut erkennbar war, dass er sich nicht verändert hatte. Vielleicht fragst du dich aber auch, woran haben die zwei denn dann Jesus letztlich doch erkannt? War es sein Gebet beim gemeinsamen Abendmahl? War es die Art, wie er das Brot brach? War es irgendetwas anderes? Und sicher würde vielleicht auch der eine oder andere von uns gerne wissen, über welche Bibeltexte Jesus mit den Zweien auf dem Weg gesprochen hat. Also diese Bibelstunde mit Jesus hätte mich brennend interessiert. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, die du zu diesem Bibeltext hast. Mir geht es heute aber darum, mit euch zu entdecken, wo sich unser Leben in diesem Bericht wiederfindet, widerspiegelt. Und was wir vielleicht auch für uns daraus lernen können. Und es sind 5 kurze, ich hoffe wirklich auch kurze Impulse, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und der erste Gedanke, der mir dazu kam, war, du bist unterwegs mit Jesus und doch bemerkst du ihn gar nicht. Also da sind zwei unterwegs. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, was die zwei bewegt hat, was in ihnen vor sich ging. Ihre Gedanken kreisen um das, was gerade in den letzten Tagen so vorgefallen war. Es beschäftigt sie, es hält sie gefangen. Und sie versuchen, all die Eindrücke, Gedanken, Bilder und Informationen der vergangenen 72 Stunden irgendwie einzuordnen und zu sortieren. Ja, irgendwie passt das, was sie zuletzt erlebt und erfahren haben, nicht mit ihren Erwartungen und Erfahrungen zusammen. Ja, ihre Gedankenwelt ist völlig durcheinander geraten. In ihrem Lebenssystem, wo sie dachten, dass es eigentlich richtig ist und funktioniert, passt auf einmal nichts mehr zusammen. Und so versuchen sie jetzt miteinander unterwegs, während sie da laufen, alles auf eine Reihe zu bekommen. Es irgendwie für sich erklärbar zu machen. Nun gut, wenigstens sind die zwei nicht allein unterwegs, sondern zu zweit. Das hilft. Es muss nicht einer allein für sich mit seinem Gedankensturm im Kopf fertig werden. Das Problem ist nur, dass die beiden gerade selber, jeder Einzelne, mitten im Sturm steht. Ist ja nicht so, dass einer von ihnen auf einem festen, sicheren Grund steht und dem anderen heraushelfen kann, ihm irgendwo Halt geben kann. Nein, jeder von ihnen versucht gerade selbst, festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Man kann es fast so irgendwie vor Augen sehen. Ihr Kopf raucht, die Gedanken stehen nicht still. Und so sind sie gar nicht mehr in der Lage, irgendetwas Neues in ihr Denken aufzunehmen. Ja, fast fällt es sogar schwer, die alltäglichen Dinge zu tun. Naja, wenigstens die Füße voreinander setzen, ein bisschen unterwegs sein, das schaffen sie noch. Ich weiß nicht, kennst du solche Momente in deinem Leben? Ich schon. Vielleicht ist es auch so, dass du jetzt gerade so etwas erlebst. Ein früherer Kollege von mir erzählte mal von einem Unfall, den er beobachtet hatte. Da war eine junge Frau mit ihrem Auto auf ein anderes Auto aufgefahren. Hatte sie nicht aufgepasst? War sie abgelenkt in Gedanken irgendwo anders? Ja, später erzählte diese junge Frau, dass gerade an diesem Tag ihr Partner verstorben war. Und das hatte sie beschäftigt, das hatte ihren Kopf blockiert. Und so ähnlich war damals die Situation für die beiden. Als Jesus plötzlich zu ihnen tritt und mit ihnen geht. Ja, auf einmal ist er da. Er, von dem sie ja gerade noch in Erinnerung gesprochen haben. Er, mit dessen Tod sie ja gerade ihre Hoffnung begraben hatten. Er, den sie jetzt nicht mehr erwarteten. Er ist plötzlich bei ihnen. Aber die zwei begreifen es nicht. Sie sehen ihn, aber sie realisieren nicht, dass er es ist. Und diese Erfahrung, die können auch wir machen.
Du und ich. Und wahrscheinlich kennst du auch solche Momente in deinem Leben. Da ist in deinem Leben etwas durcheinander geraten. Vielleicht steckst du in einer Krise. Das sind Sorgen, Ängste, Fragen, die dich beschäftigen. Das ist Schmerz, Verlust, Kontrollverlust. Da ist Ohnmacht oder Zweifel. Und das scheint gerade die einzige Wirklichkeit zu sein in deinem Denken. Das, was du fühlst. Aber dass Jesus jetzt auch in dem Moment genauso Wirklichkeit ist in deinem Leben, das realisierst du gerade nicht. Kennst du das? Ja, das kann auch uns heute, kurz nach Ostern 2024, passieren. Und nur zu gerne würde ich wissen, ob Jesus nicht die zwei damals an Psalm 23 erinnert hat, wo es doch heißt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das Gute ist, Gott sei Dank, dieser Bericht geht noch weiter. Und wir kommen zur zweiten Beobachtung im Text. Zweitens, du bist unterwegs mit Jesus und er lässt dich dein Herz ausschütten. Ist euch aufgefallen, wie Jesus hier mit den Zweien umgegangen ist? Er nimmt sich erstmal sehr viel Zeit, um ihnen zuzuhören. Ganze 6 Verse lang können sie ihm hier ihr Herz ausschütten. Das ist der längste Abschnitt überhaupt in diesem ganzen Text. Und Jesus teilt den Weg mit ihnen. Stellt euch das mal vor. Hättest du das an Jesus Stelle auch so gemacht? Ganz ehrlich, wahrscheinlich hätte ich in manchen Situationen in meinem Leben anders gehandelt. Ich hätte die zwei aufgefordert und hätte gesagt, komm, wir gehen jetzt nochmal zurück nach Jerusalem. Wir gehen jetzt nochmal da auf den Friedhof, schauen uns das Grab an, damit ihr euch überzeugen könnt, das Grab ist leer. Jesus ist dort wirklich nicht mehr. Und vielleicht hätte ich dann noch so den einen oder anderen auch von den anderen Jüngern aufgesucht, die ja Jesus irgendwo oder den Engeln begegnet sind. Wisst ihr, so ein paar überzeugende Argumente liefern. Ist das nicht mehr und besser, als hier zuzuhören, wie zwei ihr Herz ausschütten? Das klingt jetzt hart, wenn ich das so sage, aber verhalten wir uns nicht manchmal genauso? Aber Gott sei Dank darf ich von Jesus lernen. Und Jesus weiß als guter Seelsorger und Hirte, dass ein Mensch, der trauert, ein Mensch, der bedrängt ist, der verunsichert oder verwirrt ist, der braucht erstmal Zeit, wo er sein Herz öffnen und leeren kann. Erst danach. Erst wenn das passiert ist, wird der andere auch bereit, sich auf Neues einzulassen. Er wird bereit, seine Sicht verändern zu können, etwas anderes zu sehen. Und darum ist es wichtig, zuzuhören. Auch untereinander mal zuzuhören. Den anderen verstehen wollen. Das muss ich mir selbst auch immer wieder sagen. Vor bald 14 Tagen erreichte uns die Nachricht, dass jemand aus unserer Gemeinde verstorben war. Und dann habe ich die Trauerfamilie besucht und ich habe mir 3 Stunden Zeit genommen, ihnen zuzuhören. 3 Stunden, das war noch nicht mal zu viel und es war gut so. Jesus lädt die zwei ein, sich erst einmal die Seele, alles von der Seele zu reden. Eigentlich, warum eigentlich? Als Gottes Sohn wusste er doch längst Bescheid über die ganze Situation. Und er kannte die zwei doch durch und durch, besser als sie sich selbst kannten. Und doch lädt Jesus sie ein, einfach alles, was sie belastet und bewegt, auszusprechen. Und als sie zögern und als sie so erstaunt sind, dass da einer solche Fragen stellt, ermutigt Jesus sie weiterzureden. Und damit zeigt Jesus, ich bin an euch, ich bin an dir und deinen Gedanken interessiert. Und das ist Jesus eben auch heute noch. Und das löst bei den beiden nun einen Dammbruch aus. Sie reden und hören fast nicht mehr auf zu erzählen. Und wir bekommen jetzt in diesen 6 Versen einen Einblick von der Liebe, von den tiefen Gefühlen, den Hoffnungen, die diese zwei gegenüber Jesus irgendwie empfanden. Wir hören aus den Worten aber auch das Entsetzen, die Fragen, die Zweifel, das Zerbrechen ihrer Hoffnung, als sie von der Hinrichtung und dem Tod ihres Herrn berichten. Und aus dem, was sie dann vom leeren Grab und der Botschaft der Auferstehung erzählen, wird deutlich, dass
das ihr Herz den Verstand noch nicht erreicht hat. Da ist noch viel, viel Skepsis und Unglaube. Aber alles das, was da in ihnen steckte an Gedanken, das musste raus. Alle Erinnerungen, alle falschen Erwartungen, alle Denkfehler und begrenzten Erkenntnis, das war in den Herzen, in den Köpfen der Jünger. Aber auch jetzt alle Trauer und Ängste und Fragen, es musste raus. Es musste erstmal Platz geschaffen werden, bevor Neues in ihrem Denken und Fühlen Raum gewinnen konnte. Und so wie Jesus damals die zwei ermutigte, ihr Herz von allem Schmerz und allen Fragen zu leeren, so geht Jesus auch heute mit uns, mit dir und mir, unseren Weg mit und fragt dich, was bewegt dich gerade? Was treibt dich jetzt um? Was lässt dich nachts unruhig schlafen? Welche Gedanken kreisen in dir ständig, während du arbeitest oder unterwegs bist oder allein bist? Was meint ihr? Hätten die zwei ihr Herz so geöffnet, wenn sie gewusst hätten, wer Jesus ist, wer ihnen da so zuhört? Ich glaube, dass sie sich wahrscheinlich geschämt hätten, ihre Zweifel, Fragen und enttäuschte Erwartungen so zu äußern. Sie hätten dann vielleicht alles Mögliche erzählt, nur nicht das, was wirklich in ihrem Herzen war, was sie wirklich bewegt und umtreibt. Liebe Geschwister, genauso verhalten wir uns oft auch. Wo wir eben nicht so ehrlich und radikal unser Herz vor Gott ausschütten. Aber damit rauben wir uns auch heute solche Emmaus-Momente, die Gott uns schenken möchte. Aber wäre jetzt nicht der Augenblick gekommen, wo Jesus sich den beiden zeigt und sagt, tada, ich bin's. Nein, Jesus wusste, dass die beiden mehr brauchen als nur so eine kurzzeitige Glaubenserfahrung. Ihr Leben, ihr Glaube brauchte ein festes Fundament und Jesus legt nun diese Grundlage. Und damit komme ich zum Dritten. Du bist unterwegs mit Jesus und er lässt dich sein Wort verstehen. Was seid ihr nur schwer von Begriff? Warum versteht ihr eigentlich nicht, was Gottes Wort euch sagen will? Ganz ehrlich, wie würde es dir ergehen, wenn ich oder Matthias oder irgendein anderer euch solche Worte direkt ins Gesicht sagt? Ich bin sicher, dass die zwei damals bei diesen Worten ihres Weggefährten erstmal erschrocken sind. Und wahrscheinlich hat sich in ihren Herzen auch Widerstand geregt. Denn immerhin hatten sie ja 3 Jahre Bibelschule bei Rabbi Jesus gehabt. Und ihr Bibelwissen, ihr Verständnis der Worte Gottes war sicher größer als bei vielen ihrer Zeitgenossen. Wie konnte also in ihren Augen dieser Fremde sich erlauben, ihnen zu sagen, sie wären unverständlich und hätten ein träges Herz? Aber Jesus kennt beide Seiten der Seelsorge. Einmal das Einfühlsame, das verständnisvolle Zuhören. Aber dann auch das Herausfordernde, das wachrüttelnde Wort, das aus falschem Denken herausreißt und Neues zeigt. Und ihr Lieben, das kann auch uns heute passieren, dass wir im Glauben, in unserem Christenleben mit falschen Denken, falschen Erkenntnissen, mit falschen Erwartungen leben und unterwegs sind, wie damals die beiden. Und dieses Begrenzte, dieses Einseitige, dieses Falsche, das blockiert unseren Glauben. Es macht uns blind für Gottes Wirken und Realität in unserem Leben. Und dadurch verpasst du Gelegenheiten, wo Gott dich segnen will. Darf ich dich ganz persönlich fragen? Ist für dich Gottes Gegenwart in deinem Leben eine gelebte und eine erlebte Realität? Oder gehörst du vielleicht auch zu denen, für die vieles, was in der Bibel steht, oft nur Theorie bleibt? So wie bei den beiden damals? Sie hatten zwar vom leeren Grab gehört, und die Botschaft, dass Jesus lebt. Aber ihr Leben, ihr Herz war davon noch unberührt und leblos. Jesus packt jetzt das Übel bei der Wurzel. Und er sagt, ihr habt zwar die Heilige Schrift, aber das, wie ihr sie seht, das ist einfach nur einseitig.
Ja, die zwei hatten Jesus als ihren Retter erkannt. Aber ihre Erkenntnis von dem Retter war unvollständig. In ihr Bild, was sie damals vom Gesalbten Gottes hatten, da passten Leiden, Sterben und Auferstehung nicht hinein. Und so musste Jesus dieses Denkkonstrukt, was sie sich für ihren Retter zurechtgelegt hatten, erstmal korrigieren. Aber Jesus sagt jetzt nicht, wisst ihr was, Gott hat es sich irgendwann mal im Laufe der Jahrhunderte dann doch anders überlegt, ihr müsst das alles anders sehen, sondern Jesus sagt, was Gottes Plan von Anfang an mit dem Messias gewesen ist. Und er sagt, schon seit den Anfängen der Schöpfung, durch das ganze Alte Testament, musste sichtbar werden, erkennbar werden, dass der Messias durch Leiden, Sterben und Auferstehung zur Herrlichkeit kommt. Und ihr Lieben, auch wir, auch ihr und ich, wir sollen offen dafür sein, dass Gott unser Denken und Glauben durch sein Wort immer wieder auch korrigieren darf. Denn jeder von uns neigt dazu, sich so sein eigenes System und Konstrukt von Glauben, Leben, von Gemeinde zurechtzulegen. Jeder von uns. Unser Glaube ist immer irgendwo unser eigenes Konstrukt. Und dabei übersehen wir manchmal auch das gerne, was unserem eigenen Denken unfassbar und unbequem erscheint. Jesus will dir und mir als der Lebendige begegnen, so wie damals den beiden auf dem Weg nach Emmaus. Und damit das geschieht, will er, dass du sein Wort verstehst. Ja, durch den Heiligen Geist steht uns Jesus als Wegbegleiter zur Seite. Und durch Gespräch, durch Predigten, durch Auslegung gebraucht Gott Menschen, damit wir ein klareres Bild von Gottes Absichten für uns bekommen. Die Frage ist, gibst du Gottes Worten Raum in deinem Leben? Aber wäre nicht jetzt der Moment gekommen, wo Jesus sich seinen Jüngern zu erkennen gibt? Erstaunlicherweise immer noch nicht. Damit komme ich zum vierten Gedanken. Du bist unterwegs mit Jesus und er lässt dich ihn erfahren. Ihr Lieben, es hat schon viele Menschen gegeben, die haben die Bibel intensiv studiert und doch haben sie nie die Wirklichkeit des Auferstandenen erfahren. Sie haben noch nie erlebt, wie Gott real in ihrem Leben spricht und handelt. Denn lebendiger Glaube, das ist eben nicht nur, dass du die Bibel studierst und irgendwo für wahr hältst, sondern Glaube wird erst da lebendig. Erst da wirst du den Auferstandenen in deinem Leben wirklich erfahren, wo wir Jesus in die Gemeinschaft unseres Lebens einladen, wo wir es zulassen, dass er der Herr in unserem Leben wird, wie damals. Als die zwei eben nicht wollten, dass Jesus einfach weiterzieht. Nein, sie luden Jesus ein, Herr, bleibe bei uns in unserer Hausgemeinschaft. Und dann war es ja so, dass nicht einer von den Zweien dann beim Tisch, als sie das Mahl feierten, den Segen sprach, das Gebet sprach, sondern sie überlassen es Jesus, diesen Segen zu sprechen. Sie übergeben Jesus die Leitung dieses Abends. Und in dem Moment war der Augenblick gekommen, dass sich Jesus zeigt und die Jünger ihn erkennen. Das kann man nicht machen. Glaubenserfahrungen, die lebendig sind, kann man nicht irgendwo herbei manipulieren. Das ist ein Geschenk, das Gott jedem von uns machen und geben möchte, der sich ihm auf diese Weise öffnet. Vielleicht geht es dir ähnlich wie diesen zwei damals. Auch du hast Fragen. Auch du kannst Gott momentan, du kannst die Welt gerade nicht verstehen. Deine Welt war eben noch in Ordnung, aber jetzt liegt manches in Scherben. Vielleicht musstest du manche Hoffnungen begraben, du wurdest enttäuscht. Für dich ist Glaube gerade in dem Moment nicht mehr als nur etwas Theorie. Du hast dir mehr vom Leben erhofft. Von der lebendigen Gemeinschaft mit Jesus. Aber momentan erfährst du, erlebst du davon wenig. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dein Denken, dein Glaube einseitig oder begrenzt ist.
Du hast eine Vorstellung von Gottes Handeln und Plänen, aber das ist zu begrenzt, zu klein. Gottes Möglichkeiten sind viel, viel größer und anders. Dann lade doch Jesus ein, dass er dich dort, wo du falsch unterwegs bist, in deinem Denken und Glauben, dass er dich dort korrigieren darf. Dass er dir zeigt, wo sein Wort dir vielleicht eine ganz andere Perspektive schenkt. Und verlass dich dann auf ihn. Und vielleicht sollte es jetzt auch geschehen, dass du Jesus Glauben schenkst. Dass du ihn einlädst in dein Leben. Dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte die Gemeinschaft mit dir. Ich möchte, dass du eben nicht nur mir in meiner Schwachheit zur Seite stehst, sondern dass du der Herr in meinem Leben bist. Dass du die Führung übernimmst. Glaube mir, dass du auch dann erleben wirst, auch in diesem Jahr, dass Jesus eben mehr ist als nur eine Gestalt der Geschichte. Und dass die Botschaft der Auferstehung eben mehr ist als nur bloße Theorie. Sondern du darfst dann Jesus als den Lebendigen erleben. Als den, der dir im Lebensalltag begegnen möchte. Denn Jesus will, dass du ihn erfährst. Und wo das geschieht, da ist dann auch der letzte Gedanke nicht mehr weit. Fünftens, du bist unterwegs mit Jesus und er beflügelt dich zum Leben. Da muss ich eigentlich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, denn das Beispiel dieser zwei Jünger damals spricht deutlich Bände. Kaum ist ihnen klar, dass der eben noch bei ihnen war, der auferstandene Jesus ist, brechen sie auf. Jetzt hält sie nichts mehr. Und auch wenn es dunkel geworden ist und der Weg zurück nach Jerusalem gefährlich ist, da sind Räuber unterwegs, da sind wilde Tiere vielleicht unterwegs, sie brechen auf. Und ich kann mir vorstellen, dass sie die knapp 12 Kilometer dort bergauf Richtung Jerusalem nie wieder so schnell gelaufen sind wie an diesem Tag. Denn sie wollten den anderen, denen Jesus möglicherweise noch nicht begegnet ist, diese Botschaft bringen, dass er lebt. Wirklich. Und das ließ bei ihnen alle Müdigkeit und Trauer vergessen. Das beflügelte sie. Liebe Geschwister, wäre das nicht toll, wenn die Begegnung mit dem Auferstandenen auch uns wieder so anstecken würde, dass wir gar nicht anders können, als diese Botschaft, dass Jesus lebt, anderen weiterzusagen. Denen, die diese Botschaft vielleicht noch nie so deutlich gehört haben, oder eben auch denen, die vielleicht früher mal diese Botschaft gehört haben, aber deren Glaube fast nur noch Theorie ist und die kaum noch mit der Wirklichkeit von Jesus rechnen. Was fehlt dir, um dass du wieder neu von dieser Freude von Jesus angesteckt wirst? Was brauchst du, damit diese großartige Botschaft, dass Jesus lebt, für dich mehr als nur Theorie ist? Was hält dich vielleicht gerade fest? Was nimmt dich gefangen, sodass du gar nicht merkst, dass Jesus bei dir ist? Ich möchte euch heute zum weiteren Nachdenken der Predigt kurz noch ein paar Fragen mitgeben. Und dann nimmst du dir ein, zwei Fragen mit, über die du im Laufe der nächsten Tage weiter nachdenken kannst. Die erste Frage lautet: Welche Momente gab es schon in deinem Leben, wo dir nicht bewusst war, dass Jesus bei dir ist? Die zweite Frage lautet: Was blockiert gerade jetzt dein Herz, dein Denken, wo es dir jetzt gut täte, es alles Jesus zu sagen? Dritte Frage: Auf welche Weise gibst du Jesus Gelegenheit, dir seinen Willen zu zeigen, sein Wort dir zu verstehen zu geben und deine Sicht zu verändern? Viertens, wo willst du vielleicht ganz neu Jesus in dein Lebenshaus einladen, damit er dort dein Herr sein darf? Und die fünfte, die letzte Frage, auch spannend: Für wen würdest du jetzt alles stehen und liegen lassen, um ihm oder um ihr zu sagen, dass Jesus lebt? Amen.